Im Zuge des gestern vom Dow Jones Index in New York erreichten Allzeithochs konnte ja auch der DAX bereits kräftig zulegen. Er schloss dann gestern mit einem Zugewinn von 2,3% und erreichte seinerseits einen neuen 5-Jahres-Höchststand. Aber diesen hat er am heutigen Vormittag nochmal übertreffen können. Der liegt nämlich jetzt bei 7.977 Zählern und wir sind jetzt gar nicht so weit davon entfernt. Aktuell bei 7.964 Punkten immer noch mit 94 Zählern oder 1,2% im Plus. Das heißt, der DAX nimmt Kurs auf die psychologisch auch wichtige Marke von 8.000 Zählern. Die kurzfristig orientierten Derivateanleger, die glauben aber jetzt tatsächlich erneut daran, dass der DAX irgendwann doch mal wieder ein bisschen Luft ablassen müsste. Deswegen sind dann tendenziell doch mehr Put-Optionsscheine und Short-Zertifikate auf das deutsche Börsenbarometer aktuell gesucht. Stärkster Gewinner im deutschen Aktienindex ist die Lanxess-Aktie. Aktuell mit einem Aufschlag von 4,5% auf 68,19 Euro geht es nach oben. Lanxess profitiert heute von einem Analystenlob. Aber dicht gefolgt wird das Papier des stärksten DAX-Gewinners heute von Henkel mit einem Aufschlag von 2,8% bei 70,56 Euro. Aktuell Henkel hatte Rekordzahlen vorgelegt bei Umsatz und bei Gewinn. Und das beflügelt heute entsprechend auch die Fantasie der Anleger. Wir schauen aber mal in die zweite Reihe. Axel Springer hat nämlich auch Zahlen vorgelegt. Und im MDAX liegt man damit aber kurioserweise am Ende. Mit einem sogar herben Rückschlag aktuell von 4% auf 34,77 Euro. Zeitweise lag die Aktie sogar bei 33,82 Euro mit 6,8% im Minus auf einem neuen 7-Wochen-Tief. Und das, obwohl man ein Rekordergebnis für das Jahr 2012 vorgelegt hatte. Aber wie das so ist, die Analysten zeigten sich enttäuscht vom Ausblick von Axel Springer und von der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 1,70 Euro. Analysten wollten hier eher 1,80 Euro sehen. Und es sind wohl die hohen Investitionen für die Digitalsparte bei Axel Springer, die dann im kommenden Jahr oder im laufenden Geschäftsjahr zu einem Ergebnisrückgang führen könnten. Das sagt Axel Springer selbst und das hat hier einigen gehörig die Suppe versalzen. Andererseits gibt es auch Experten, die sagen, ja, aber es ist gar nicht so schlecht für Axel Springer, mit dem digitalen Sektor eine zweite starke Säule aufzubauen, die ja auch einen großen Beitrag zum aktuellen Ergebnis geliefert hat. Und da wird es dann auch nach dem Jahr 2013 wieder Ergebnissteigerungen geben können. Deswegen fallen die Beurteilungen der Analysten höchst unterschiedlich aus. Einen Blick werfen wir noch auf die Aktie von Borussia Dortmund, nachdem der Fußballverein ja gestern sich in die Runde der letzten 8, der besten 8 Fußballvereine Europas vorgekämpft hat in der Champions League. Das Viertelfinale erreichen konnte nach einem beeindruckenden Spiel die Aktie jetzt mit 1,4% im Plus bei 3,25 Euro. Allerdings natürlich meilenweit entfernt von dem kurz nach dem Börsengang erreichten Allzeithoch hier von 11 Euro.